Ah, jetzt habe ich den Matze verpasst. Mist, Mensch. Erster Angriff hier aus unserem aktuellen CK. Wir haben mal wieder durchgesprochen, dass mal wieder ein bisschen was hier live wieder über die Bühne kommen muss bei den True Warriors. Und der Matze ist aktuell auf Mallorca, glaube ich, und macht von da aus seine Angriffe. Hat gesagt, er geht gleich in den Bierkönig. Und noch geht's dann wahrscheinlich, dass er hier nüchtern angreift. Aber richtig krasse Live-Action hier. Und da hätte man natürlich noch das ein oder andere Prozent hier rechts mitnehmen können an dem Bombenturm. Naja, schade. Sind 87%, aber immerhin. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wir haben mal wieder abgesprochene Live-Action hier, weil ich dazu animiert habe, dass wir mal wieder von den Kriegern so ein bisschen was zeigen müssen. Und es ist also ein bisschen abgesprochen hier, sonst kriegst du solche Folgen auch nicht hin. Denn ich kann ja jetzt nicht immer irgendwo so lange drauf warten, bis die Clan-Kameraden hier angegriffen haben. Und wir sehen hier den Pascal, ja, ich hätte fast gesagt, mit einer seiner typischen Kombinationen, nämlich meinen Lieblingszauber, den Beben. Und ich bin mal gespannt, welche Truppen er jetzt in die Mitte bekommen will. Aber er lässt sich noch ein paar Walküren hier offen. Clanburg ist schon raus, okay. Geht aber jetzt leider auf die kompletten Bodentruppen da. Aber er kommt jetzt mit einem Babydrachen im Heck. Auch den Clan-Truppen dort zur Hilfe. Oh, die Walküren gehen tatsächlich wirklich gut jetzt in die Mitte rein. Sprung ist gut gesetzt. Walküren gehen super in die Mitte rein und entkernen sicherlich auch dort alles, was da drin ist. Mal gucken, ob das Rathaus auffällt. Ja, da sind noch ein paar Walküren jetzt im Heck. Jetzt sind sicherlich die Tesla hier noch dran, aber Queen geht jetzt ganz behende in die Mitte. Ja, mal gucken, wie viel das noch wird an der Stelle. Inferno ist jetzt noch unten. Und er kann die Queen noch zünden hier. Mal gucken, 29er Queen. Ah, da geht sicherlich nicht mehr ganz so viel. Das werden sicherlich aber immerhin 2 Sterne, also Rathaus bekommen und über die 50%. Das ist nicht schlecht. Für unsere Zehner hier ist das vollkommen in Ordnung. Aber diese Ringbase hier, ja, sind wir mal ehrlich. Ich bin ja auch kein Ringbase-König, aber ich übe. Und ich denke mal, da ist mehr drin. Aber ihr seht es, ich bin zurzeit nur, wie heißt es hier, War-Spectator. Das heißt, ich bin nicht im Clankrieg dabei. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich noch in dem Skycan war zu diesem Zeitpunkt, wo dieser CK hier gestartet hat. Ich habe da noch so 1, 2 Stunden abgehangen, habe noch ein paar Fragen beantwortet, habe noch ein paar Truppen gespendet und ja, ich war einfach noch ein bisschen da, habe noch ein bisschen Spaß gehabt und mit den Leuten noch ein bisschen gechattet. Also war sehr locker, deswegen habe ich auch den Start dieses CKs hier verpasst. Ich bin dann viel, viel später hier wieder in den Clan gekommen und mal sehen, wann wir die nächste Live-Action hier reinkriegen. Boah, jetzt legen sie aber los hier. Oh, so ein Mist. Dann nehme ich mir hier den Iceman. Ich nehme hier den Iceman. Ah, tolle Wurst. Jetzt habe ich eben so lange gemeckert, bis ich gesagt habe, los Leute, macht eure Angriffe. Und dann kamen die nicht. Oh, Eis, das sieht nicht gut aus hier. Da hast du dich ein bisschen verscherzt. Ich glaube, du bist im Moment so ein bisschen im Superhype. Das soll dich hier an der Stelle mal wieder so ein bisschen runterbringen. Ja, 65%, also mit der Army hier. Ich hatte dir das, glaube ich, auch schon mal in den Chat gepostet. Das ist nicht die All-in-One-Army mit den Hexen, den Heilern, sondern da muss die Base zu passen. Und ich glaube, diese war doch ein bisschen zu geschlossen. Wenn ich das an den geöffneten Mauern hier sehe, das war ein Schuss in den Ofen. Muss ich dir einfach mal sagen, so einfach ist das. So, dann gucken wir hier beim Lukas einfach weiter. Denn der Lukas greift eine von mir früher benutzte RH9 Farmbase an. Und die ist so schlecht. Also Leute, nehmt diese Farmbase bloß nicht. Denn die ist echt für'n Arsch. Kann man nicht anders sagen. Die schützt nichts. Die ist nicht gut. Die war mal irgendwo so eine Internet-RH9 Farmbase. Und ich weiß gar nicht mehr. Irgendein YouTuber hat die mal reingestellt. Zuerst fand ich die auch ganz nett, aber ach, die ist nicht gut. Ihr seht das hier, der 8 macht 14. Ich meine, Lukas geht jetzt ganz schön runter.
Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Die Base hätte sicherlich auch ein RH9 ganz, ganz locker hier geschafft. Und aber der Lukas macht hier 3 Sterne. Die sind erstmal drin hier und dann ist das hier echt schöne Live-Action von uns. Aber Iceman, ja, also so haut das nicht hin. Das ist nicht die All-in-One-Armee. Jetzt ist er auch erst fertig. Und die Truppen solltest du nochmal dann vielleicht nochmal checken, denn wie gesagt, mit den Heilern und den Hexen, das ist keine Truppe für jede Base. Ihr müsst auch ein bisschen nachdenken, guckt euch die Bases an. Ihr könnt nicht einfach immer eine Truppe nehmen, nur weil ihr da mal 3 Sterne mitgeholt habt und dann vielleicht nochmal 3 Sterne. Guckt euch die Bases an und macht die Angriffe hier mit Nieren. Aber ich würde sagen, live ist nicht live. Ich plane natürlich auch einen Live-Angriff hier zu machen, nämlich auf die Nummer 16 mit dem Alex-Account. Das ist ein RH9. Was habe ich mir hier bei dieser Base gedacht? Das kann ich ja ruhig mal kurz erklären. Ich habe gedacht, ich komme über diese Ecke hier ruhig in diese Base hier rein. Mal sehen, ich denke mal hier ein Golem und vielleicht hier ein Golem, die dann jeweils auf diese beiden Defes gehen. Ziel ist, die La auszuschalten, die beiden Feger auszuschalten und, wenn es denn noch geht, die Bogenschützenkönigin und natürlich auch die Clanburg-Truppen. Mal sehen, ob ich dann noch eine zweite La erwische. Das sehe ich dann erst im Kampf. Ich muss unbedingt eigentlich diese beiden Feger erwischen. Das sehe ich dann aber erst, wenn ich im Kampf bin. Und ich würde sagen, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr bei mir schon öfter mal die Folgen geguckt habt, ich werde den Angriff hier aufnehmen mit dem Thorsten-Account und werde mit Alex am Tablet angreifen, denn am Tablet ist es, glaube ich, immer noch die bessere Möglichkeit. Ich postiere noch kurz mal die Kamera hier und ich würde sagen, wir gehen hier live rein. Live-Action hier bei den True Warriors. Wir müssen jetzt eigentlich hier oben das Watch-Live-Schild sehen, das sehen wir auch. Okay, dann lege ich mal los mit meinem RH9-Account. Ist ja auch nicht immer ganz so einfach, wenn man etwas erklären muss und greift gleichzeitig noch dazu an. Aber ich denke mal, das haut an der Stelle hin. Ich muss erstmal kurz warten, dass der Minenwerfer noch ein zweites Mal schießt. Das ist jetzt geschehen, dass meine Mauerbrecher hier nicht draufgehen. Und so, dass ich jetzt auch in die Base hier reinkomme, Queen und King hinterher, jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Hier setzen wir mal den Sprung und wir halten schon mal den Gift hier für die Clanburg-Truppen bereit. Den droppen wir jetzt auch relativ früh an der Stelle mal. Denn ja, habe ich mir schon gedacht, dass da eine Hexe mit rauskommt. Und das sieht hier, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir haben die Queen. Wir haben, okay, da haben wir ein paar Bomben erwischt. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon von hier unten mit unseren Hunden und mit unseren Loons jetzt in diese Base hier reingehen. Hier geben wir mal ein bisschen Gas. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, dass ich auf jeden Fall hier meine Loons kurz mal durchgeheilt bekomme. Denn das ist eine ganz kritische Stelle hier, die Tesla Farm. Aber das sieht noch ganz gut aus. Queen ist noch dabei, also meine jetzt. Und oh, jetzt muss ich natürlich für Cleanup hier sorgen. Oh, 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 das wird eine ganz enge Kiste. Eieieiei, was haben wir hier hinten noch? Oh, 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 mal sehen, ob die Loons das noch packen. Das sind noch 2. Ah, das ist zu viel. Das ist zu viel Flächenschaden an der Stelle. Und ich glaube, das packen wir nicht. Mal sehen. Ich habe jetzt echt wenig Cleanup in der Base. Und jetzt muss ich meine Queen schon zünden, dass ich ein bisschen mehr an den kleinen Bogenschützen habe, damit ich hier fürs Cleanup sorgen kann. Mal sehen. Ich hoffe nicht, dass meine Loons jetzt hier am Ende noch das zeitliche Segen kommt. Geht jetzt auf. Oh, schaffen die den Magierturm noch? Ja, sie schaffen den Magierturm nicht mehr. Ach, naja gut. Die Queen kann den Magierturm in jedem Fall noch packen, aber mal sehen. Wir haben noch, ich habe noch über eine Minute Zeit, das sieht gut aus. Wir haben hier an der Stelle 5 Spektators, 6 sind es jetzt sogar, also 6 Zuschauer. Das ist auch wirklich super krass. Und das Doofe ist natürlich, der Magierturm macht natürlich jetzt eine nach der nächsten Truppe, aber er kommt jetzt nicht an den kleinen Laki ran hier, das ist nicht schlecht. Und die Queen geht jetzt auch auf das Rathaus. Jawohl, da ist das Rathaus weg. Und auch der Magierturm ist weg. Ich bin hier jetzt ein bisschen spät, weil ich gerade meine Aufnahme sehe und nicht mehr den Live-Kampf. Das sieht noch gut aus. 30 Sekunden kommt Queen da durch die Mauer durch. Aber ich habe noch viele Lakis hier am Start. Und ja, ich denke, das ist ein Dreier. Jawohl, super Dreier geworden. Ich habe das hier jetzt schon gesehen. Ihr seht das, ganz kleines Stück Zeit versetzt. Und toll, ja,
Toller RH9-Angriff von mir. Eigenlob stinkt. Aber ich denke mal, ihr habt mal wieder eine schöne Angriffsstrategie gesehen. Golaloon immer noch hier im Thema. Immer noch eine tolle Action für Rathaus 9. Und ich hoffe, ich kriege noch den ein oder anderen Live-Angriff hier mit rein. So, ich wusste doch, dass da noch was geht hier heute. Wir sind live dabei beim Jody Enjoy. Diesmal mit Gohoka, den haben wir schon mal gesehen. Das ist ja, ich habe das schon mal, glaube ich, im Video gesagt. Das mag der Jody. Jody ist ein Twink-Account von unserem Gara. Ich glaube, den Account hat er geschenkt bekommen, weil irgendeiner seiner Freunde keine Lust mehr hatte, so ein gutes RH9 hier zu spielen. Glaubt man gar nicht. Das würde ich auch nicht aufgeben. Und er hat hier ein gutes Gefühl mit Gohok. Ist hier mit 3 Golems am Start zu tanken. Das ist natürlich wirklich, wirklich krass. Also auch diese 3 Golem-Strategie hier immer wieder zu empfehlen. Also wenn ihr auch diesen Kampf hier seht, man kann ja schon fast sagen, also das müssen 3 werden. Ja, denn hier ist ja nichts an Bomben irgendwo in der Base. Die müssen hier irgendwo außen liegen. Keine Ahnung. Ich habe hier noch überhaupt noch keine gesehen, die jetzt gerade mal ausgelöst wurde. Und kommt richtig schön Surgical hier, so heißt das ja, in die Base rein. Ah, jetzt tippeln die Hawks leider so ein bisschen nach außen. Der Tesla berät die jetzt so ein bisschen, aber ja, sie sind immer noch in Heilung. Immer noch gut hier. Und jetzt wunderbar gemacht. Genauso macht man es eigentlich. Ja, dass die nicht noch mehr Pfeffer kriegen. Zack, da ist er weg, der Tesla. Und ich denke mal, mit den Hawks hier, mal gucken, ob die das noch reißen. Da ist noch der Flächenschaden Magierturm. Der ist jetzt auch Geschichte. Ja, ich denke mal, da brennt nichts mehr an. Und mal gucken, wo er sein Cleanup hat. Ah, der Cleanup heißt ja auch Hawks und 2 Magier noch. Toller Angriff hier. Toller Go-Hawk, also mit 3 Golem und den Schweinereitern richtig gut hier reingekommen. Ja, da muss man ein bisschen bedenken. Die Helden sollten bei dieser Strategie schon etwas höher sein. Denn er hatte ja wirklich extrem wenig Magier mit Bola in der Clanburg. Und dann hast du ja auch nicht mehr so viel Truppen, wenn er das mal durchrechnet. 3 Golems und noch Mauerbrecher dabei. Plus dann die Hawks, dann bleiben halt nicht mehr 20 Hawks über oder 24, sondern ach, dann sind es nur 16. Da hinten ist gerade eine Bombe hochgegangen. Aber ich denke mal, das stört nicht weiter. Denn seine Truppen werden hoffentlich jetzt nicht in die restlichen Riesenbomben reintappen. Na, das werden sie nicht. Das werden sie nicht. Super. Jawohl, läuft bei uns, bei den Kriegern hier. Toller 3 Stern hier. Sein Gefühl hat ihn nicht getrügt. Er hat gesagt, ich traue mir 3 bei dieser Base zu. Super zugemacht hier. Die hatte nämlich schon 2, haben wir ja eben gesehen. Und können wir auch mal tippeln. Sauber, Gara. Super gemacht. Wirklich gute Sache hier. Freut mich. Ich freue mich, dass ich mal wieder live was von den True Warriors hier zeigen kann. Ich denke mal, wir kriegen aber oben auch noch was rein. So, da sind wir live beim Angriff von Moritz auf die Nummer 17. Ich glaube, manchmal sind die Krieger hier, auch wenn sie wahre Krieger auch im Herzen sind, ziemlich gehemmt, wenn ich sage, los Leute, macht mal Angriffe, ich will was aufnehmen. Ja, Live-Action ist immer krass. Dann sind die so ein bisschen gehemmt und habe ich so ein bisschen das Gefühl, so nach dem Motto, oh, hey, nee, der Toto sitzt gerade am Aufnahmegerät und ich muss hier jetzt meine Angriffe machen und der sieht das alles und bewertet das natürlich auch sofort, aber dafür ist es live. Dafür ist es wirklich live und das ist mir dann in meinen Folgen, die ja doch sehr CK-lastig sind, immer am liebsten, dass wir hier wirklich live was reinkriegen. Und ja, auch mal ein Dank an den Clan hier, dass ihr dann so gut mitspielt. Manchmal ist es ja auch nicht so die wirkliche Planung und doch, es ist schon gut geplant. Ich denke mal, man hat ja schon so ein bisschen Truppen so im Petto, das mache ich ja auch, ne? Denn auch ich habe immer irgendeine Truppe parat und schon mal für irgendeine Base, egal ob das RH9 oder RH10 ist, und dann gucke ich, wie wird die in etwa, und umbauen kannst du immer, ja, umbauen kannst du immer an irgendeiner Stelle, kurzfristig mal ein Golem mehr, mal ein Golem weniger, ein Hund mehr, aber hier, mal sehen, ob er das mit den Hawks noch reißt hier, denn es tankt nichts mehr. Und das ist eine ganz schwierige Aktion hier, vor allen Dingen von beiden Seiten, Moritz, mit Hawks. Das kannst du knicken, denn die Hawks müssen wirklich komplett durch die Base hier reiten. Das werden die in der Mitte absolut nicht packen, die beiden Hawks. Oder schaffen die es noch? Na, gucken wir mal. Oh, die packen die in einen X-Bogen noch. Das war aber super knapp hier an der Stelle. Und in der Mitte nur dieser eine Bola da.
der da jetzt irgendwo, oh, er hat noch zwei Hocks da unten offen. Ja, aber ich denke mal trotzdem, die Queen ist nicht mehr zündbar und es ist doch noch ein bisschen viel Def jetzt, glaube ich, da für den Rest der Base hier. Das wird, ich denke, das wird die Queen nicht ganz packen. Nee, die ist auch schon angeschlagen. Also auch hier als gut gemeinter Tipp, Tour Warriors, das müsst ihr euch auch vor allen Dingen im RH9-Bereich, wo ich doch, denke ich mal, sehr erfahren bin, anhören. Das haut so nicht hin. Ihr könnt die Hocks nicht von beiden Seiten reinreiten lassen. Das wird einfach zu viel für die, vor allen Dingen, wenn nichts mehr tankt in der Base. Ja, ihr müsst auch dran denken, die Golems tanken in der Base und solange wie die das Feuer aufhalten, könnt ihr die Hocks sicherlich schicken. Aber wenn die Golems schon weg sind und die Hocks müssen tanken, dann wird das nichts mehr. Ja, tanken, der eine oder andere hat ja schon mal gefragt, Toto, was faselst du da eigentlich von Tanks? Tanks sind für mich sogenannte Feuerfresser, also es kommt so ein bisschen aus dem Rollenspielbereich. Und hier bei Clash of Clans sind klassische Tanks, Golems und Riesen. Und wir sind immer noch drin hier. Den Jurz hätte ich fast verpasst. Der hat seinen Angriff nämlich auch angedroht. Oh, was sehen wir da? Naja, okay, das kommt auch leider vor hier in solchen Live-Folgen. Ja, da steht das Rathaus ganz verlassen in der Mitte. Schöne Ringbase hier. Habe ich mittlerweile, glaube ich, ein gutes Mittel gegen. Das hatte der Jurz hier an der Stelle noch nicht. Und ich denke mal, mit einem gepflegten Queenwalk, Bowler und Cleanup-Walküren sind solche Bases doch besser zu schlagen als mit dieser Kombi. Den gucke ich mir später nochmal an. Schade auch, jetzt habe ich natürlich nur einen drin gehabt. Aber auch hier, ein Tod muss ich leider immer sterben. Oh, ich will nichts verpassen. Wir haben hier live den Hocke drin. Live den Hocke, den habe ich auch schon lange nicht mehr drin gehabt. Mal gucken, was er sich heute ausgedacht hat hier für diese Base. Okay, typische Bowler-Hexenkombi. Mal sehen, ob das auf so eine Base ja auch was wird. Schwierige Sache hier. RH11-Bases sind grundsätzlich, ich hätte fast gesagt, egal wie sie stehen, nicht einfach knackbar. Denn die Masse an Def ist ja nun doch gewaltig. Aber mal sehen, wie er hier vorhat, überhaupt in diesen Chor hier reinzukommen. Aber da gehen sie gut rein. Hier der Adler ist schon weg. Und jetzt denke ich mal, da sind ja so viele Bowler in der Mitte. Das Rathaus fällt in jedem Fall. Clanburg wird jetzt durchgegiftet. Und 45%, 46, 50. Super Angriff hier. Super Action auf RH11. Und das auch noch live hier. Wunderbar. Also Hocke hat Eier, so will ich das mal sagen. Und ist sowieso hier unser größter Krieger, auch wenn es darum geht, Lieder zu schmettern. Es ist immer wieder spaßig hier bei uns. Also keine Frage, hier wird so viel gelacht auch. Das hält einen jung. Und so sind das hier starke 2 Sterne geworden von Hocke. Von 4 auf 3, das ist wirklich gute Action hier, das lässt hoffen, dass der CK hier richtig spannend wird an der Stelle. Und während die letzten Hexen hier noch so ein paar Prozente holen, möchte ich aber eins mal nicht vergessen, denn uns erreichen oder mich erreichen hier Kommentare, die wirklich runtergehen wie Butter. Ich blende hier jetzt auch mal eben einen ein. Das mache ich ja auch eher selten, und zwar vom LuPVP. Ja, aber ihr seht das hier. Cooles Video und auch cooler Stream mit Sky zusammen. Seid meine 2 Lieblings-YouTuber. Das ist natürlich, ich denke mal, das geht auch rüber an den Sky, wenn er dieses Video hier sieht. Das geht uns runter wie Butter. Das freut uns, dass euch unser Content hier gefällt. Und vielen Dank nochmal für dein Statement. Ich habe das auch beantwortet mit dem Besuchsvideo. Das musst du dir in meinem vorherigen Video nochmal angucken. Aber wirklich gut. Und vielen, vielen Dank für diese vielen lieben Kommentare. Da ist er. Er hat es angekündigt. Der Masengo. Wir gucken live rein in den Kampf hier. Und dann gucken wir mal, was sich der Masengo diesmal ausgedacht hat hier. Auch Bowler Hexen in oder durch diese doch sehr verzwickte Base hier. Also der Adler steht zentral und wirklich, wirklich tief. Es ruckelt hier und es leckt hier kurz mal durch, denn wir haben mittlerweile 4 Zuschauer. Ich glaube, auch dadurch wird hier so ein bisschen der Leck erzeugt.
Der Single Inferno kommt ihm natürlich in der Mitte richtig entgegen für die Masse an Truppen hier. Der Sprung hier schon Richtung Adler und Richtung Rathaus gesetzt. Mal gucken, ob der so gut war, der Sprung, dass auch die Truppen noch Richtung Rathaus gehen und er das Rathaus hier an der Stelle erwischt. Aber ich denke mal, das wird hier in jedem Fall der Fall sein. Und ihr seht das ab und zu mal in den roten Kreisen hier. Dann kommt hier kurz ein Zuschauer rein. Das ist also kein Lag bei mir, sondern eher am Server bei Supercell. Und hier in dem Live-Kampf, wir haben 4 Beobachter auf unserer Seite, einen auf der gegnerischen Seite. Und dann sehen wir hier zum Abschluss dieser Folge hier, denke ich mal, nochmal richtig schön 2 Sterne auf ein RH11, also 3 Sterne. Die sind bei uns eher selten, aber sie kommen auch vor und ihr werdet sie bei mir auch nicht verpassen. Und ich denke mal, das ist nochmal richtig schöner. Oder werden das doch 3? Ja, ich glaube, Donnerwetter, 1 Minute 40 noch Zeit. Na, da geht doch noch was. Ah, die Queen ist natürlich schon derbe angeschossen hier. Und der Warden ist zwar noch mit dabei und hier sind noch 270 Skelette am Werk hier. Boah, ist das krass. Aber jetzt muss die Queen hier auch, ja, die nimmt sich ausgerechnet die schwerste Mauer hier in der Base. Nämlich eine Level 12 Mauer. Und mal gucken, die Skelette werden jetzt erstmal ein bisschen vortanken. Da hinten sehe ich noch 1, 2, 3, 4 Hexen. Das sieht noch richtig krass aus hier. Und ich hoffe aber schon mal, die Live-Action hier wieder mal von den True Warriors, die hat euch gefallen. Und denn ich versuche nach wie vor wirklich viel CK hier mit reinzubringen, viele Taktiken, viele schöne Kämpfe, auch wenn sie im Moment nur von uns kommen. Der Avatar wartet nur auf seinen Einsatz bei euch, also nach dem CK hier geht der Avatar auf Reisen, um eure Clans zu besuchen, mit euch CKs zu spielen und auch von euch mal wieder schöne Angriffe zu sehen. 2 Sterne, wenn nicht sogar 3 Sterne. Ich muss mal eben schlucken hier. großen Schluck nehmen. Ich habe gar kein Bier mehr. Ich habe hier nur noch Limo stehen. Und Alter, was geht denn hier? Kommt die Queen da noch durch? Ey, nee, jetzt sag nicht, das machen der Warden und die Queen hier noch. Das wäre echt krass. Oh Mann, 94%. Boah, was ein Abschluss. Nein, da oben ist noch ein Bogey. Er snaggelt sich hier noch den letzten Prozent hier weg auf den letzten Sekunden. Alter, ist das hier eine super Action. Und das komplett live hier. Also wirklich krass. Daumen hoch dafür. Auch für alle Krieger, die heute Abend angegriffen haben. Mann, 94% auf die 4. Das ist eine Hausnummer. Ich denke mal, die True Warriors hier haben ihre Duftmarke hier zum Start des CKs schon mal hinterlassen. 10 Angriffe, 20 Sterne und die ersten Sterne vor allen Dingen oben. Das ist eine tolle Sache. Das freut mich. Ich hoffe, das freut euch auch. Und ich sage bis dahin. Euer Toto, Clashed.